Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ist das nicht ein Anblick? Einfach ein Traum. Ich liebe das Frankreich des 18. Jahrhunderts. Schwupp, und damit haben wir eine neue Schnellreisestation freigeschaltet. Ich dachte mir, wenn wir jetzt schon zu Elise gehen, um sie vor den Templern zu beschützen, denn sie will sich mit Lafreniere treffen. Wir haben Lafreniere umgebracht. Heißt, sie kann sich nicht mehr mit ihm treffen. Es ist eine Falle. Sie soll umgebracht werden. Auch sie ist auf der Suche nach Antworten. Wer hat ihren Vater ermordet? Wer steckt dahinter? Denn in dem Brief, den sie Arnaud geschrieben hat, kann man schon ganz gut wissen, dass sie Arnaud nicht dafür verantwortlich macht. Zumindest nicht mehr. Das war natürlich mal anders. Okay. Wir müssen sie retten. Und ich hoffe, dass sie sich über uns freut. Es könnte natürlich auch komplett anders laufen. Schauen wir mal. Templerüberfall. Elise ist im Begriff, in einen Hinterhalt der Templer zu laufen. Sie muss gefunden und vor dieser Untat gewarnt werden. Elise? Elise! Elise! Verdammt! Wie war das? Hotel Voisin? Merde! Merde! Nicht solche Ausdrücke, mein lieber Arno. 120 Meter noch. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Der Boulevard de Théâtre. Für die Leute, die es interessiert. Schwupp, schwupp, schwupp. Aber ich will zu Elise. Ach, die wohl schönste Liebesgeschichte hier. Tré, tré, belle. So. Ich soll sie verteidigen. Was tust du denn hier? Später. Oh, es hat ja gut geklappt. Hallo. Bonjour, ça va? Ich habe mich mal wieder sehr schön angestellt hierbei. Aber immerhin gibt's Credo-Punkte, also was soll's. Diese Stufe 3-Typen gehen mir nur ein bisschen auf die Nerven. Ich bin hochgeskillt, aber irgendwie sind die doch ein Problem für mich und das verstehe ich nicht so ganz. Schön, Elise gegen... Gegen drei oder gegen zwei? Nee, gegen zwei. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Na, hallo? Lass dir mal bitte meine Frau in Ruhe. Dankeschön. Ich glaube, es hackt. Schmerzen. Oh, sie macht das gut. Und tschüss. Jetzt fehlst nur noch du. Oh. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafreniere? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre es dir später. Ach ja, Liebe. Oh, geil. Kopfschüsse kann ich leider nicht machen. Wer da ist uns im Weg? Sollen wir? Das ist so romantisch. Gemeinsam durch ein Labyrinth zu rennen und Menschen zu töten. So eine schöne Liebesgeschichte. Da können Rose und Jack oder auch Edward und Bella einstecken. So. Warum gehen eigentlich immer alle auf die Frauen? Seid ihr bescheuert oder was? Sucht euch doch mal jemanden wie mich. Ich kann euch auch ehrlich gesagt nicht sagen, warum ich meine Pistole bis jetzt nicht wirklich benutzen kann. Aber das kommt bestimmt noch. Und tschüss. Ach, ich mag Frauen, die wissen, wie man sich verteidigen muss. Was ist? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Was?
wirklich. Na super. Okay, mal gucken. Wir können dort entlang. Da sind wieder Wachen. Da sind Wachen. Wie kommen wir hier wieder raus? Ja, ich guck gerade. Wir könnten hier lang. Nee, da kommen wir nicht rum. Da ist, glaube ich, kein Loch, oder? Ich kann aber auch versuchen, die Tür da zu knacken. Wie kommen wir hier wieder raus? Ja, Elise. Oder wir gehen einfach da lang. Also die Richtung ist schon mal gut. Also gehen wir hier wieder runter. Wunderbar. Oh, Schwierigkeitsstufe 3. Nee, dann ist doof. Dann komm mal mit. Nein, hab ich nicht. Stirb einfach. Elise? Hier. Komm nur, oh. Wenn ich mit dir fertig bin. So, wie war das? Und dann hier lang? Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Hä, wo war denn das hier noch? Oh ja. Okay, hier sind wir auf jeden Fall falsch. Oh. Jetzt kommen hier aber ganz schön viele. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Baguette, Fromage, Tour d'Eiffel. Très, très belle. Mhm. Bien, bien. Ach du Scheiße, wie viele kommen denn da noch? Autsch! Ja, tut mir leid, Elise. Ich bin noch mal weg und so. Oh, ich habe den Ausgang gefunden. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Was? Wen? Was? Wie? Ach, die da. Okay. Elise, kommst du? Wow, ich mach das hier alles voll im Geheimen. Ich bin richtig gut. Das ist alles Skill. Hörst du mal bitte auf hier? Wieso kann ich den nicht kontern? Und tschüss. Was nun? Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erledigen. Schalten wir sie aus. Leise. Ha, ha, ha! Leise! Der war gut. Ich glaube, das waren alle. Soweit gut. Aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Hast du eine junge Frau hier langkommen sehen? Nein, tut mir leid. So. Schön. Hast du gut gemacht. Schützen. Ich sehe sie. Vielleicht hast du vom Dach auf bessere Sicht. Ja. Ich versuch's mal. Einen Moment. Oh, Elise geht's nicht mehr ganz so gut. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Wir suchen nach einer Frau. Rotes Haar mit Schwert und Pistole. Sie hatte vielleicht Begleitung. Ich glaube, ich erinnere mich an so eine. So, auf die andere Seite muss ich jetzt auch noch. Ach, schließlich will ich Elise beschützen. Oh no! Sie hat doch kaum noch Lebensenergie. Wehe, du tust ihr weh. Lass uns verschwinden. Okay. Hat ja gut geklappt, oder? Fast gar kein Aufsehen erregt oder so. Ich bin ein Meisterassassine. Sie können nicht weit sein. Findet sie! Geh schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Triff mich morgen im Café Theater. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Ich könnte mich verspäten. Ach, süß. Da bist du ja. Ich soll sie also ablenken. Heißt, ich habe gar keine Chance,
Ach, du Heilige. Nee, tut mir leid. Das packe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich wollte gerade weglaufen. Ja, hat ja super funktioniert. Dennoch, ich schaffe das noch. Und danach gehen wir ins Café Theatre. Heute machen wir mal keine Nebenquest, einfach aus dem Grund, weil wir Elise so lange nicht gesehen haben und sie einem doch sehr fehlt. Liebesgeschichte zwischen den beiden ist einfach einzigartig. Damit haben wir die Erinnerung abgeschlossen. Ich denke mal, dass wir jetzt direkt zum Café Theatre reisen können. Oder? Komm schon, enttäusch mich nicht. Hallo? Aha. Ich frag mich, was sie erlebt hat. Was in der Zwischenzeit alles bei ihr passiert ist. Vielleicht hat sie Informationen für uns, die uns weiterhelfen können. Finden wir es heraus. Eine vorsichtige Allianz. Elise hat weder Spuren noch Verbündete oder Zeit. Überzeugt sie davon, sich mit der Bruderschaft zusammenzutun, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Das kann schwierig werden, aber okay. Ile Saint-Louis, 1. April 1791. Ein Mann kam gestern unter die Räder einer Kutsche. Seine Familie sucht jetzt nach Informationen über den Fahrer. Jeder also? Hinweis, der zur Ergreifung des Schurken führt, wird mit 5 Livre und 10 Pfund Pferde. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und Schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Zwei Pferde unter dem Sattel weggeschossen. Sodass er von seiner Hauptgruppe getrennt wurde. Er wurde 3 Tage später lebend, nachdem er sich vom Fleisch seiner eigenen Pferde ernährt hatte. Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch starrst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Auf den Empfang bin ich gespannt. Umarmung werden wahrscheinlich nicht fallen. Ist das... eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um Ihre Sicherheit geht. 2x rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Alles Gute, Bürger. Mein Name ist... Um Himmels Willen! Nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre. Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar.
Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Arnaud? So ein schönes Paar. Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Für wen hältst du dich, hör? Lass uns wirklich raus hier, aber sofort! Nach all dieser Zeit? Er kann nicht im François Germain glaubte, dass Lafrenière... François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Dieu vous le rendra. Was zum... Elise! Un homme comme on en voit peu. Warte auf mich! Ich glaube weiterhin, dass er der Großmeister ist. Oh, eine Leiche. Oh, Ermittlungen. Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Was hast du denn vor? Ach, Elise. Wo willst du denn hin? Vermutlich zu Germain. Du hast hier gerade deine... Wohl seine Adresse gegeben, Herzchen. Elise. Was, sie hat so tolle Haare. Elise! Hallo? Ich stehe auch auf ihre Haarfarbe. Die würde ich mir auch machen lassen. Warte doch! Und ihre Klamotten? Elise, ich glaube, du steckst fest. Oh Gott. Was hast du denn vor? Sie wird dir nicht antworten. Was sollte das denn? Arnaud, François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Aber dort ist bestimmt niemand mehr. Oder war der Mann, den wir gerettet haben, etwa nicht Germain? Lea. Nach oben. Ist Germain vielleicht wirklich tot? Und das ist ein anderer Mann? Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Oh. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Moment, ich muss nur einmal ganz kurz hier das hier an mich nehmen. Ist wohl niemand daheim, Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle. Yep. Verfluchter Gemäßigter! Na, seht, wer da ist. Tötet sie! Ach, wirklich? Ach, ihr seid so langweilig. Woher wissen sie jetzt genau, dass wir hier sind? Weil sie wussten, dass wir Elise von Germain erzählen? So, das war der Gnadenstoß. Und warum gehen immer so viele Leute auf Elise? Ich verstehe das nicht. Hallo?
Lässt du mich mal in Ruhe? Oh, ein sehr schwerer Gegner. Gefällt mir gar nicht. So. Was machst du denn da? Hey, komm zurück! Autsch! Autsch! Hörst du mal auf, ey? Oder Elise, kannst du vielleicht mal von hinten was machen, während ich hier auf ihn einsteche? Das wäre echt toll. Schnapp den Schwachkopf! Du bist da! Na, hörst du wohl auf? So, Elise, mach mal. Oh. Mädel, tu was. Jetzt brauchst du auch nichts mehr machen. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell. Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Bleib unten. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Alles gut, das kann ich. So. Sind da noch mehr? Ach, da hinten ist noch einer. What? Are you kidding me? Ein Schuss und hinüber? Ich dachte, ich hätte noch Zeit, mich zu verstecken. Ich bin echt so gut. Das ist Skill, Leute. Einfach Skill. Bleib unten. Ups. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! So. Von 5? 3 von 5? Das kann ja nicht sein. Da ist keiner mehr. Da ist niemand. Das heißt, auf der anderen Seite sind 2. Okay. Ha! Jetzt habe ich keine Klingen mehr. Das ist schon doof. Vielleicht funktioniert das ja auch. Oder? Nee, es funktioniert nicht. Ja, Pistole habe ich noch nicht. Wieso denn sie? Bist du doof? Warum ist er so verdammt stark? Kann mir das mal jemand sagen? Ha, ja. En garde. Ich bin stärker als du, Monsieur. Und ich bin dafür meine Mademoiselle. Au revoir. Das war ein Kämpfchen. Hier ist Bishop.
Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Danke. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Tja, Bishop. Das habe ich dir von Anfang an gesagt, dass er der Weise ist. Und dass der Typ mir nicht ganz geheuer ist. Hallo, ich hatte recht, auf ganzer Linie. Ich bin begeistert. Gut, ihr Lieben. Damit mache ich an dieser Stelle wieder einmal einen Cut und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich denke mal, dass wir auch mal wieder eine Nebenquest machen können. Ich gehe als nächstes ins Theater. Oh. Sammel das Geld ein und dann schauen wir mal, was wir für eine Nebenquest als nächstes machen. Ich hätte mal wieder Lust auf ganz viel Getümmel, typisch französische Revolution, Aufstand und vielleicht, ja, vielleicht kriegen wir es ja auch hin, eine Hinrichtung zu sehen oder zu verhindern oder wahrscheinlich eher verhindern. Mal sehen. Ich schau mal, was sich finden lässt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Ich verabschiede mich. Bis morgen.